Alles nur nicht das. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Es geht weiter. Im letzten Part wurden wir ja für etwas ins Knast geworfen, was wir nicht gemacht haben. Vielleicht, aber doch, man weiß es ja nicht. Und ja, jetzt sind wir hier im Knast und ich schätze mal, hier können wir schlafen. Und da können wir Sachen machen und hier können wir mit jemandem reden. Aber der da hinten ist so redebedürftig, deswegen gehe ich vielleicht nochmal zu dem. Vor mir spielt ja eigentlich Musik. Frechheit. Na, wer bist denn du? Was starrst du so, Pisspot? Pisspot? Ist das Französisch? Wenn ja, verstehe ich es nicht. Schön, dass ich da drüben den Schrank sehe. Darf ich einfach so ausbrechen? Hallo? Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Öffnet diese Tür! Ach, schade. Ich dachte, er sagt jetzt nochmal das Gleiche. Na gut, was ist hier los? Achso, nach oben draußen sehen, okay. Los, spring raus. Du schaffst es. Tja. Wer bist du hier? Willkommen in deinem neuen Heim. Danke. Sieht scheiße aus. Aber immerhin, wir haben Matratzen hier, hallo? Schon ziemlich Luxus, wenn du mich fragst. Ich glaube, der ist ein bisschen durchgeknallt, aber macht ja weiter nichts. Ja, dann bleibt ja nicht viel zu tun, außer schlafen zu gehen, würde ich mal sagen. Sie töten alle! Oh Gott, bitte helft uns! Na guck mal, wie angenehm das ist, eine weiche Matratze, hey. Achso, das haben sie natürlich nicht weggenommen. Okay, ich verstehe. Also wenn du jetzt ein Messer da reingeschmuggelt hättest, wäre das okay gewesen. Das macht Sinn. Doch, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das macht Sinn. Tja, gute Nacht, Leute. Speichern, laden. Was denn nun? Speichern oder laden? Entscheide dich. Wo hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Oh nein, Pisspot hat uns umgerumpelt. Hol sie dir. So du es kannst. Was hat der denn da mit darunter? Was ist denn mit ihm los, ey? Ich muss mich auf den Typen konzentrieren, das wäre lustiger. Okay, du möchtest also unbedingt sterben. Na gut, mal gucken, ob ich die Steuerung schon verlernt habe. Ich hoffe schon. Na komm, greif an, du Penis. Du Pisspot. Fällt dir nichts Besseres an als Pisspot, du Pissrinne? Na? Guckst du blöd, ne? Guter Schlag, Pisspot. Stehst wohl auf Schläge, ne? Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. Nichts. E drücken und die Gesundheit des Gegner gelb aufleuchtet und perfekt zu parieren. Oh, perfekt. Habe ich jetzt. Ihr kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Alter Mann, der ist Pisspot. Oh, ich habe perfekt geht. Glaube ich zumindest. In meiner Welt habe ich perfekt geht. Ob ich das dann auch in Ubisofts Welt getan habe, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich prügel ihn doch schon. Alter, bist du fetter geworden? Du siehst doch vom anders aus. Er hat den Zellenmitbewohner in der Nacht der Wurf gefressen. Hast du jetzt genug? Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an dein Gekritzel, alter Mann. Gekritzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wer weiß? Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. V drücken, oh Gott. Das sehe ich nur, wenn ich hier im Crack-Modus bin. Ich bin ja gar nicht high. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Pisspot. Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Dorion? Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76,
77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Hm? Auch ich schreie einfach so laut, bis ihr kommt. 2 Monate später haben wir jetzt auch unsere Zellengenossen aufgegessen. Ich hoffe nicht. Ich glaube, die schmecken nicht so gut. Oh nein. Ich glaube, die... Nochmal! Die Gefängnisse steht unter der Beschuss. Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Und seid ihr überhaupt so lange im Knast? Ich meine, ne? Wurde man damals nicht relativ schnell hingerichtet? Vor allem, wir haben Adelsmann getötet, hallo? Kanonenschüsse! Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sichert die Gefangenen! Was ich tue. Was tust du denn? Den Dieb niederschlagen? Okay. Schnell, Pisspot, bevor die Wache kommt! Ja, ist ja okay, ich versteck mich ja schon. Ich drück der Taste, aber er macht halt nichts. Kann ich ja nicht für. Volles Versteck. Die Wachen töten. Ja, was denn nun? An die Wand. Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Zurück? War das ein Schreibfehler oder ist er einfach dumm? Oh nein. An die Wand. Okay, ich halte E gedrückt. Ich halte E gedrückt. Ich schwöre auf Hitlers Großtante. Ich halte E gedrückt, aber er macht das nicht. Nicht meine Schuld. Ich muss aus meinem Versteck rausgehen. Es tut mir leid. Oh, komm, tanz mit mir. Okay, wir haben die Wachen getötet. Krass. Verschwinden wir aus dem Dreckloch. Tschüss. Die haben das bestimmt nicht gesehen. Halt. Die Stimme ist cool. Nein. Ich will raus. Halte sie mir noch vom Leib, Pisspot. Okay, Pisspot. Hui, ich habe eine Smoke-Granate. Jetzt wisst ihr gar nicht mehr, wo ich bin. Krass, oder? Aber ich schätze mal, ich muss sie trotzdem umbringen, oder? Bin ich nicht toll gefluchtet? Ja, Mann, ich steche hier die Wachen ab. Ich habe E gedrückt. Fick dich. Das Spiel mag mich nicht, Alter. Ich sehe schon. Aber das sind auch trainierte Leute. Die sind hardcore einfach. Oh nein, ich bin tot. Ich bin ein Franzose. Guck mal, wie glaubwürdig ich gestorben bin. Ich plündere dich erstmal, ne? Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Seife? Oh, Seife kommt gut. Ist die Tür offen? Nee, warte, ich muss erst plündern. Wir haben ein Problem. Echt? Aua! Der schießt einfach. Nein, wegen mir brauchst du dich nicht zu beeilen. Nö, finde ich auch. Uns geht's gut. Ich hab so schnell eh gedrückt. Upsi. Also gegen einen E zu drücken, weiß ich noch nicht, wie sich das verhält, wenn man mehrere kämpft. Das haben wir bei unserem Training nicht wirklich geübt. Ja, beides eigentlich, aber ich muss ja plündern. Oh nein. Hui. Peng. Das Fenster? Okay. Eat. Mit draußen wäre noch. Ich weiß nicht, wo die AI hin möchte, deswegen, ja, da möchte sie bestimmt hin. Danke dafür, Merkel. Husch. Hui. Oh, am Fenster entlang. Hilfe, auf uns wird geschossen. Ah, ich kann durch ihn durchlaufen, das ist praktisch. Ich hatte schon Angst. Naja, ich habe jetzt Leertaste gedrückt in die Steuerung, tut mir leid. Wollen wir nicht irgendwas mitnehmen? Ich meine, ne? Scheint wertvoll so auszusehen. Warte mal, da ist sogar eine Ruhe-Triste. Ja, halt mal die Fresse, hier ist eine Ruhe-Triste. Feuer, verdammt!
Vor hier. Öffne die. Nein, ich habe die Fähigkeit dafür nicht. Ach Mann. Warum sprechen die so dämlich? Das ist ja mal mega lustig. Soll das einen französischen Akzent darstellen? Ich finde, das klingt albis, aber nicht französisch. Aber na gut, was weiß ich. Ich war noch nie in Frankreich. Frankreich. Tschüss. Jetzt bist du tot. Ist ja blöd. Ja, wohin willst du? Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Bestimmt irgendwie. Ja, ist bestimmt ein Heuhaufen. Keine Angst. Chamalon, okay, na dann Chamalon mal. Oh nein. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu sprengen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann, das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Aber vielleicht möchte ich kein Assassine, ja. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Sure, yo. Hui. Du, zurück von der Kante. Zurück von der Kante. Das sind Holländer. Das sind Holländer und keine... Wie? Shift und E. Das sind Holländer und keine Franzosen. Hui. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Unity. Wow, wir haben den Prolog überlebt, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich nicht. Speichern und laden, ganz wichtig. Oder auch nicht, je nachdem. Einfach mal ganz heimlich die Ladezeit weggestunden, nicht Schlängel. Hoffentlich hat niemand Steckbriefe von uns aufgehangen. Ich meine, warum auch? Waren ja schließlich im Knast. Oh, hallo? Was war das? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war. Und auch wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass der Brief. Safe. Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Er. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Und wir haben alles versucht. Wir sind der dämlichen Kutsche hinterhergerannt, ja? Also, wir haben schon einiges versucht, mehr als der Postbote, muss ich ja mal an der Stelle sagen, ne? Meh. Aber wusste ich doch, dass der Brief wichtig war. Uhu, Mann, ich bin so klug. Und es lädt schon wieder 5 Jahre lang. Ich hasse mein Leben. Bezirke Cité, oder wie man das ausspricht, keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht, da habe ich keine Ahnung von. Das in Assassin's Creed Rougur, das habe ich mit Absicht falsch ausgesprochen. Aber hier, keine Ahnung, wie die Stadtteile alle heißen. Tja, die Liebe unseres Lebens ist jetzt Fucerino, weil wir sind Assassine und sie ist Templerin. Ich meine, wir könnten ja eigentlich noch konvertieren, oder? Ich meine,
Was ist so ein Knastgelübde schon wert? Also ich bitte euch. Sagen, ja, mein Gott, ich war verzweifelt, ich war im Knast, ich hätte alles geschworen. Ich hätte auch geschworen, Katholik zu werden. Hauptsache, ich komme raus. Die gute Notre Dame, die ein bisschen abgefackelt ist im Moilife. So mal ganz spontan. Wann war das nochmal? 2022? V drücken. Alla, bezockt. Boah, lass mich nicht so viel machen im Spiel. Ich sehe Dinge. Wow, Paris. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnus Geschichte weiterzuverfolgen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, Mann, ja, wie gesagt, wir haben den Prolog überlebt. Sequenz 2, Erinnerung 1, eingekerkert, abgeschlossen. Perfekt alles geschafft da unten. Seht ihr, wie geil ich bin. Bin der geilste hier im ganzen Spiel. Was soll diese... Achso, hier ist eine Kiste. Ui, eine Kiste. Die möchte ich öffnen. Ich wollte eigentlich gerade mal googeln, wann jetzt nochmal der Brand war. Aber die Cutscene hat nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Ist auf jeden Fall vorübergehend geschlossen. Das ist natürlich blöd. Truden, ja. Vielleicht kriegen wir was ganz was Besonderes, wenn wir alle finden. Oh Gott, der Brand, der war schon 2019. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre vor mehr, naja, 5 Jahre sind jetzt auch nicht so lange her, aber ich dachte, das wäre jetzt erst vor kurzem passiert. Upsi. Okay, da unten ist eine rote Kiste. Also ich habe mir noch gar nicht die coole Fähigkeit, um Schlösser zu knacken, nicht wahr? Wollen wir einfach mal hier den Aussichtspunkt angucken, wobei der ist hier näher, das ist den mal in alter Ubisoft-Manier. Machen wir einfach mal das, was wir immer machen. Aussichtspunkte erkunden und Dinge einsammeln, die kein Mensch braucht. Vielleicht gibt es ja auch wieder so ein paar tolle Cheats. Hui. Vielleicht kann man das automatische Speichern auch wieder so ein bisschen austricksen. Ich meine, an für sich ist das, glaube ich, nicht mehr wirklich austricksen gewesen, weil ich meine, es hieß ja nur, dass das automatische Speichern deaktiviert wurde, nicht das Speichern allgemein. Also, ja. Na gut, da habe ich mich vielleicht ein wenig zu Unrecht drüber aufgeregt. Es tut mir leid. Und ich glaube, diese Dinger da oben sind ziemlich heiß, wenn da Rauch rauskommt. Aber, naja, was weiß ich. Was weiß denn ich schon? So, wollen wir mal die Notre Dame hier besteigen? Und ja, die spricht man bestimmt nicht Notre Dame aus. Aber ich tue es, weil ich das lustig finde. Notre Dame de Paris. Ja. Was es da wohl für Geheimnisse gibt, ich wette, da kommen wir später auch noch rein. Wäre sonst ziemlich weird, wenn nicht. Aber erstmal klettern wir nach oben. Machen wir dieses antike Gebäude mal eine Runde kaputt. Indem wir drauf rumklettern. Kletter, kletter. So, bevor wir den Assassinen beitreten oder bevor wir die erste Mission überhaupt machen, haben wir einfach schon alles in der Stadt hier erkundet. Sag mal, würdest du einfach mal hier hochklettern? Als ob du da nicht hoch kannst, Mann. Verarsch mich doch nicht. Auch hier mit dir. Wer singt denn auf einmal? Was sollen denn diese Gesänge? Das finde ich ja gar nicht halal. Wie kommt man denn da hoch? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Junge? Wie soll ich denn da hochkommen? Oder kann ich nur von der anderen Seite da hoch? Ah, nee, warte. Das ist ja jetzt mal mysteriös. Was singen die denn da unten, Alter? Würdest du mal bitte hier entlang gehen? Hier komme ich ja nicht hoch. Nee, das wird zu einfach. Oh nein, oder kriege ich erst später noch so eine geile Fähigkeit, so eine geile Fähigkeit, die mir das ermöglicht? Das wäre natürlich blöd. Ah, guck mal. Da hat jemand seine Arbeitsmaterialien liegen lassen. Ach, jetzt kannst du hier auch klettern. Praktisch.
Während uns der engelsgleiche Chor in die Ohren schreit. So. Fast geschafft. Toll. Au ruck. Wir sehen, suizidial muss man ja dafür auch schon sein, ne? Yeah, wir haben eine Synchronisation gleich zu schnell. Das tun wir nur kurz gegangen. Ist ja lustig gewesen. Oh ja, geil, das Rammen und ich erklommen und ein Ohr abgeschmiert. So, das ist also dieses Paris, von dem immer alle sagen, alle sprechen. Naja, eine ziemlich überbewertet, wenn ihr mich fragt. Alles klärchen. Hat sich die Karte ja schon ordentlich hier aufgetan. Was ist das? Achso. Hier ist eine Klingel. Die kann man klingeln, haha. Hier sind Assassinen-Dinge. Der Kult des Baphomets, aha. Wo möchte ich in den Baphomet-Kult aufgenommen werden? Ich bin mir nicht sicher. Es ist und bleibt ein Rätsel. Nun gut, dann würde ich erstmal sagen, ich mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Wenn wir weiter Paris ein bisschen unsicher machen. Bis dahin, tschüss.